Patricia Blanco rechnet knallhart ab mit sich selbst. Patricia Blanco, 51, hat alles versucht, um sich eine eigene Karriere aufzubauen. Um sich endlich schön zu fühlen. Um sich von den Schatten ihrer Vergangenheit zu lösen. Gelungen ist ihr das nur bedingt. Das soll sich jetzt ändern. Mit Hilfe von Speakerin Daniela A. Benzarit, die sie coacht. In Bild zieht Patricia ein trauriges Resümee ihres bisherigen Lebens und rechnet knallhart ab. Mit sich selbst. Der Leidensweg von Patricia Blanco beginnt früh. Seit jeher muss sie sich mit ihrem berühmten Vater vergleichen lassen. Sich mit Vorteilen und Voreingenommenheit auseinandersetzen. Zu viel für die junge Frau. Später in der Pubertät habe ich nicht den Absprung geschafft, mich selbst zu finden. Ich habe mich verloren, erklärt sie in Bild. Eine vermeintliche Lösung für ihre Probleme findet Patricia im Essen. Ich habe angefangen, wahnsinnig viel zu essen. Immer, wenn es ein Problem gab. Mein ganzer Tag bestand aus Süßigkeiten. Ich habe mir durch mein Gewicht eine Schutzhülle aufgebaut und mich nie als schön empfunden. Erinnert sie sich? Ein Teufelskreis. In der Schule wird sie gemobbt, wegen ihrer Hautfarbe und ihres Gewichtes. Und auch wegen ihres berühmten Vaters. Eine normale Kindheit und die Jugend? Hatte sie nicht. Ich hatte auch in der Pubertät nie einen Freund. Ich war nie beim Schwimmen, war nie am Strand. Hatte immer Probleme, wollte meinen Körper nicht zeigen. Mit dutzenden Schönheitseingriffen versucht sich die heute 51-Jährige so zu verändern. Dass sie sich endlich schön fühlen kann. Kein einfacher Weg. Vor allem an ihre Magen-Bypass-Operation und ihr Bodylift erinnert sie sich mit Schrecken, so eine Magen-Bypass-Op ist kein Spaziergang. Sondern wirklich hart. Es waren unendlich viele Schmerzen nach der Op. 3 Monate lang Übelkeit. Müdigkeit. Ich hatte auch sehr, sehr viel Angst, denn jede Op ist auch ein Risiko. Aber mein Wunsch, endlich schön zu sein, war größer als die Angst. Nach meinem Bodylift, den ich gemacht habe, konnte ich 3 bis 4 Monate nicht liegen oder sitzen. Man hat meinen Bauch aufgeschnitten. An meinen Oberschenkeln und an den Armen. Ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich nur noch stehen konnte. Mein Körper hat gebrannt und geschmerzt bei jeder Bewegung. Anführungszeichen. Jetzt möchte sie ihr Leben in den Griff bekommen. Hat sich dafür Hilfe geholt. Mit Coach Daniela A. Benzabit möchte sie sich neu erfinden. Jetzt hält die Reality-TV-Teilnehmerin Vorträge. Das Fazit über ihr bisheriges Leben? Klingt traurig. Aber auch hoffnungsvoll. Hinter meinen OPs stand Scham. Hinter meiner Wut die Traurigkeit. Hinter meinen Trash-Formaten der Wunsch nach Anerkennung und Liebe. Aber ich gehe meinen Weg, und zwar den, den ich für richtig halte. Verwendete Quelle, Bilde.